Kolo Kolo, kann man nicht oft genug hören. Die Eintracht-Fans feiern ihren Kolo Muani nach dem Heimsieg gegen die Hertha in der Bundesliga. Hören wir im besten Fall heute wieder nach einem Sieg im Pokal-Achtelfinale zu Hause gegen Darmstadt. Und wir haben hier in Matchday jemanden eingeladen, der sowohl für Darmstadt als auch für Frankfurt am Ball war und, wie ich mir sagen lassen habe, auch mal einen eigenen Song im Stadion hatte. Sascha Amstetter, schön, dass du da bist. Danke, hallo, ja. Ich habe gehört, dass es einen Song gab in Wien, Wiesbaden, als du da gespielt hast. Der ging so, Amstetter, sing Amstetter. Mhm. Ist das korrekt? Das stimmt, ja. Das stimmt. Was macht das mit einem, wenn man merkt, dass die Fans so hinter einem stehen und dann den eigenen Namen skandieren? Ich hätte nicht mehr kicken können. Ja, doch, das muss man dann schon irgendwann, weil sonst hätten sie nicht mehr weitergesungen. Aber ja, das ist eine Bestätigung für die Leistung, die man dann ehrliche Leistung abgerufen hat. Und von daher ist das immer ganz schön. Ne? Und in Darmstadt haben sie dann auch irgendwann später gesungen, wir sind alle Amstetter Jungs anstatt Darmstädter Jungs. Und von daher ist es so ganz gut. Ich habe mit ehrlicher Arbeit manche Sachen dann weggemacht. Von daher war meine Einsatzbereitschaft immer sehr hoch. Und das haben die Zuschauer dementsprechend auch dann gewürdigt. Auch deswegen schätzen wir, dass du heute da bist. Auch wegen deiner Ehrlichkeit und deinen ehrlichen Antworten, die du gleich geben wirst über die Eintracht, über Darmstadt, über das Spiel heute Abend. Aber vorher schauen wir an, wie die Eintracht überhaupt erst in dieses Pokal-Achtelfinale gekommen ist. Jetzt sind die Schulterklopfer vorbei. Die neue Saison beginnt. Da gibt es die erste Schussmöglichkeit. Und da ist das 1:0. Deitch Kamada, die neue 6. Macht ihn rein. Trapp hält. Nachschuss drüber. Nachschusschancen könnten noch kommen. Lindström aus dem Rückraum. Jo. Lindström. Linie Boré im Rücken zum Tor. Liegt jetzt ab. Kamada mit einer Schussmöglichkeit. 3:0. Deitch Kamada. Vorbei am Torwart, Ball liegt auf der Linie, hat ihn noch und dann das 0:4 und es ist Alario. Höchst souverän, eigentlich fast gar nicht in Bredouille geraten. Bin ich sehr zufrieden und ja, jetzt freuen wir uns auf die nächsten Aufgaben. Einzug in die dritte Runde. Lomuani mit dem Lupfer und dem Tor. 11. Minute, 0:1. Richtig hier in Führung zu gehen. Echter Arm geht. Dann ab dafür. Rein ins Gemenge. Smolcic! 2:0! Romajer Smolcic mit dem Kopfballaufsetzer. Die steht jetzt im Achtelfinale im DFB-Pokal. Hauptsache, dritte Runde erreicht und dann schauen wir. Kommentar natürlich von Eintracht FM. Heute wird da Sophia Kleinherne zu Gast sein und als Co-Kommentatorin von Lars Weingärtner neben ihm Platz nehmen. Heute wird geschaut, auch mit dir, Sascha. Auf was für ein Spiel können wir uns da freuen? Die Eintracht Fünfter in der ersten Liga, Darmstadt Erster in der zweiten Liga. Also wird ein total emotionengeladenes Spiel sein. Beide Mannschaften durch Derby-Charakter natürlich besonders die Haarspitzen motiviert. Ich hoffe, dass es ein enges Spiel wird für alle Beteiligten, dass es die Spannung hochhalten bis zum Schluss. Verlängerung muss nicht unbedingt sein, aber ich denke, das wird ein schönes, packendes Spiel und hoffe natürlich, dass die Eintracht am Ende dann auch eine Runde weiterkommt. Darmstadt hat Ingolstadt 3:0 geschlagen in der ersten Runde, dann Gladbach, einen Bundesligisten rausgekickelt, du warst im Stadion. Was war da die große Qualität der Darmstädter, worauf die Eintracht dann achten muss heute Abend? Ja, also war schon beeindruckend, wie die Darmstädter die Gladbacher niedergerungen, gekämpft haben und am Ende auch als sie in den Zahn gezogen, auch niedergespielt haben. Also es war schon beeindruckend und wir haben sehr gute Standardsituationen. Mit dem Kempe sehr guten Standard schützen, große Mannschaft, Pfeiffer, wenn ich richtig informiert bin, fällt aus. Natürlich dann auch in der dritten Etage sogar noch köpfen kann. Der wurde auch schon mit der Eintracht in Verbindung gebracht. Richtig, ja. Und von daher müssen wir sehr hellwach sein, dass wir wenig Standards produzieren für den Gegner und dann, wenn welche stattfinden, natürlich auch gut verteidigen. Mir persönlich gefällt erstmal gut, dass du als Ex-Darmstädter und Ex-Frankfurter von wir
in Bezug auf die Eintracht sprichst, das qualifiziert dich schon mal. Wenn man sieht, dass die Hertha, wenn es genau nimmt, nur zwei Plätze vor Darmstadt steht und die Eintracht sich relativ leicht getan hat mit der Hertha, was wird anders heute aus Frankfurter Sicht bei diesem Spiel? Hertha steht natürlich im Keller und Darmstadt ganz oben. Ja, so ist es. Wenn man einen Lauf hat, ja, dann ist es immer als Mannschaft ist man gefestigter. Also Darmstadt wird es, wenn sie so weitermachen, wird es sehr schwer haben, die Liga zu halten. Das heißt also, dass wir dann sehr wahrscheinlich nächstes Jahr dann auch im Bundesliga-Alltag gegeneinander spielen werden. Und die haben einfach eine Riesenserie und kriegen sehr, sehr wenig Gegentore. Das ist für die, zeichnet die Mannschaftsgeschlossenheit aus. Und das wird erstmal ja, der Hebel sein, um das Ganze zu knacken, dann Schlüssel zu finden. Und aus Frankfurter Sicht eben dieses Knacken, was muss man da machen? Muss man von Anfang an sein Spiel natürlich durchziehen und von Anfang an Vollgas geben oder trotzdem sagen, ey, die sind nicht zu unterschätzen, wir warten erstmal ab, wir sind erstmal vorsichtig? Ja, sollten schon versuchen, Druck auszuüben und aber natürlich auch mit Geduld an die ganze Sache rangehen, weil Darmstadt wird schon mit Mann und Maus verteidigen und wird sehr, sehr viel laufen, verschieben und da muss man dann die nötige Geduld haben und die richtigen Lücken zu finden und dann am Ende in der Box dann auch versuchen, das 1 gegen 1 zu suchen. Und das haben wir ja in den letzten Spielen mit nicht so vielen Chancen eigentlich dann auch sehr, sehr effizient auch nutzen können. Wir sprechen gleich über die Aufstellung, denn dieses 1 gegen 1 ist natürlich ein Kolo-Muani-Ding, wo er heute möglicherweise spielen wird. Auf welcher Position zeigen wir euch gleich. Vorher hören wir, was Oliver Glasner zu dieser Partie gesagt hat. Jetzt haben wir natürlich eine coole Konstellation. Wir haben Derby gegen Darmstadt, eine Mannschaft, die ja, jetzt auch schon sehr lange Zeit in einer richtig guten Form ist. Aber wir haben hier ein Heimspiel bei uns im Stadion und ja, wir wollen wie jedes Mal natürlich selber wieder eine richtig gute Leistung abrufen und wie gesagt, unabhängig vom Gegner gibt es nur ein Ziel und das ist der Aufstieg ins Viertelfinale. In diesem Achtelfinale gab es schon einige Partien, er ist ein bisschen gesplittet. Wir sehen hier die Übersicht, Ende Januar hat Paderborn gegen Stuttgart verloren, Union gegen Wolfsburg gewonnen. Die Favoriten haben sich durchgesetzt. Der Titelverteidiger Leipzig schlug Hoffenheim mit 3:1. Die Bayern haben sich in Mainz locker durchgesetzt. Auch da hat sich der Favorit durchgesetzt. Heute erst Sandhausen Freiburg. Wenn es demnach so weiterginge, würde Freiburg gewinnen und die Eintracht gegen Darmstadt. Die Aufstellung haben wir euch versprochen. Wir besprechen in Matchday immer die mögliche Aufstellung, denn Oliver Glasner lässt sich nicht gern in die Karten schauen. Und wir wollen ja noch ein bisschen einen Reiz offen halten für euch, wenn es zum Anpfiff geht. Sascha, wenn wir nach vorne gucken, haben wir jetzt mal, weil Lindström nicht spielen wird, Boré auf die vorderste Sturmspitze gesetzt und Kolo Muani mit Götze flankierend dahinter. Wie gefällt dir diese Idee oder würdest du als Trainer mit Kamada spielen oder gar mit Alario? War ja auch Thema auf der Pressekonferenz. Ist natürlich, Kolo Muani war sehr, sehr, sehr stark vorne im Zentrum. Und ich würde das dabei belassen, obwohl Boré auch immer für frischen Wind gesorgt hat, wenn er dann für Lindström reingekommen ist. Der Trainer wird schon die Trainingseindrücke und auch die Spielanalysen dementsprechend so wählen, dass er die besten Elf ins Rennen schickt, um einfach hier auch gar kein Risiko zu gehen, irgendwie der Musik hinterherzulaufen. Ja, inwiefern könnte das aber auch ein Spiel sein, wenn man sagt, wir haben unsere Qualitäten, wir sind stärker als Gegner Darmstadt, das ist ein vermeintlich kleiner. Man könnte auch mal Spielern wie eben Alario oder so die Möglichkeit geben, diesmal von Anfang an zu spielen, damit er mal ein paar Spielminuten sammelt. Ja, grundsätzlich ja, aber ich glaube, das steht einfach zu viel auf dem Spiel. Nicht nur der Derby-Charakter, dass man damit ein Jahr oder länger rumlaufen muss, sondern es geht natürlich auch um die Riesenchance, näher Richtung Berlin zu kommen und von den Einnahmen ganz abzusehen, sondern das ist einfach so. Und Tabellenerster der zweiten Bundesliga mit so einer sensationellen Form, die die aktuell haben, auch wie die aus dem Winterschlaf gestartet sind. Da würde ich persönlich gar kein Risiko eingehen, sondern würde wirklich gesagt die beste Elf aufs Feld schicken. Wir haben dann dahinter die Viererreihe mit Max links, der überzeugt hat in seinem ersten Einsatz, Knauf rechts statt Buta mal geplant, Sohn Rode im Herzstück, ein Dicker, Smolcic tut da die Dreierkette vor Kevin Trapp. Ich glaube, über Kevin müssen wir gar nicht so viel sprechen. Welcher dieser Spieler, die wir da aufgelistet haben, käme Sascha Amstetter am nächsten von der Spieler, vom Spielertyp her? Mit wem würdest du dich vergleichen Ich glaube können? Schon, dass der Seppel so ähnlich gespielt hat wie ich oder er spielt wie ich damals gewesen bin und von daher würde er mir am nächsten kommen. Ja, warum? Sehr einsatzfreudig, laufbereit, schafft
auch gut an der Kugel, ne, lässt die Bälle gut laufen und ist immer da, wo es brennt und hält den Laden zusammen. Und Sohr hat jetzt am Wochenende sensationell gespielt. Mhm. Also der war überall gewesen, wo ein Hertaner am Ball war. Und das ist schon ein gutes Zeichen, werden sie auch brauchen, weil im Zentrum die Darmstädter auch sehr, sehr giftig sind. Und da sind die beiden, dann denke ich mal, schon gute Gegenmittel. Letzte Position, die ich gerne mit dir besprechen möchte, ist es aufgrund des Gifts, das Darmstadt mit reinbringen wird, auch so, dass du mit Smolcic planen würdest statt Hasebe, oder würdest du da auf Hasebes Erfahrung setzen? Er ist auch nicht mehr der Jüngste oder unser ältester Spieler. Mhm. Smolcic bringt natürlich ein bisschen körperliche Wucht noch mehr mit. Ich denke, das ist eine gute Idee, aber ich denke, da wird da auch der Fitnesszustand dementsprechend auch von Hasebe dann auch eine Rolle spielen, ob er dann da im Zentrum wechselt. So könnte die Aufstellung auf jeden Fall aussehen. Heute Abend lang ist es nicht mehr bis dahin und weit ist es gar nicht von Frankfurt nach Darmstadt. Die beiden Stadien liegen Luftlinie nur 25 Kilometer auseinander, auch deswegen ein ganz besonderer Gegner. So nah, aber doch so fern. Zweitligist trifft auf Erstligisten. Es ist die Pokalpremiere für das Hessen-Duell. Wir schauen, wie die Form der Lilien ist, auf wen man besonders achten sollte und wie der Weg ins Achtelfinale war. Darmstadt ist die Top-Mannschaft der zweiten Liga. Die 98er führen die Tabelle vor dem HSV an und sind seit 20 Pflichtspielen ungeschlagen. Mit 2 Siegen ist das Team von Thorsten Lieberknecht ins Jahr gestartet. Beim 2:0 gegen Regensburg und dem 4:0 in Sandhausen glänzte die Offensive mit hoher Effizienz. Philipp Tietz ist Top-Torschütze der Darmstädter. Insgesamt hat der Mittelstürmer 8 Treffer auf seinem Konto. In den Pokalspielen traf er jeweils zum 1:0 und brachte sein Team auf die Siegerstraße. Marvin Melem gab beim Sieg gegen Gladbach seinen 4. und 5. Assist für die Lilien im DFB-Pokal ab. Kein anderer Spieler kommt für Darmstadt auf so viele Assists seit der Datenerfassung. Seine 3 Vorlagen nach der 2. Runde sind geteilter Höchstwert in dieser Pokalsaison. Dicke Überraschung in der 2. Runde. Mit einem 2:1-Sieg haben die Lilien Borussia Mönchengladbach aus dem Wettbewerb geworfen und gezeigt, dass sie auch gegen einen Erstligisten bestehen können. In Runde 1 gab es ein ungefährdetes 3:0 beim Drittligisten Ingolstadt. Jetzt wartet mit der Eintracht der nächste Bundesligist im Achtelfinale. Erstmals seit 6 Jahren treffen die Teams wieder aufeinander. Die beiden Hessen im Duell so nah wie lange nicht mehr. Und am Wochenende hat Darmstadt Sandhausen 4:0 geschlagen. Wir haben die Tore vorbereitet, Sascha, wenn wir uns die Tore anschauen. Fällt mir jetzt auf, als nicht ganz so großer Experte wie du natürlich, es sind total unterschiedliche Tore. Diese Variabilität, die Darmstadt da allein in diesem einen Spiel mit diesen verschiedenen Toren da gezeigt hat. Was ist die größte Qualität der Darmstädter in deinen Augen? Also erstmal der Zusammenhalt, dass sie wirklich füreinander durchs Feuer gehen. Dann körperliche Wucht, die sie absolut haben, Standardgefahr und gutes Umschaltspiel und schnelle Leute auch in ihren Reihen, sodass es, egal was der Gegner sich einfallen lässt, die eigentlich fast immer einen Lösungsweg haben. Der Blick auf die Tabelle in der 2. Liga zeigt uns, dass Darmstadt schon relativ sicher da ganz vorne dabei ist. Was aber eklatant ist, ist eben, dass bei Niederlage nur 1 steht. Die Lilien haben am 1. Spieltag verloren und seither nicht wieder. Wir haben es im Beitrag gehört, 20 Spiele ohne Pleite. Seit dem 16. Juli, also seit über einem halben Jahr in der Tabelle unten. Magdeburg als Letzter, wir haben mal die Distanz gesehen. Magdeburg war ja der erste Pokalgegner der Eintracht. Was macht das mit einer Mannschaft, wenn man auf so einer Siegesstraße fährt und merkt, 20 Spiele nicht mehr verloren, es läuft total gut? Wird man da irgendwann unruhig, wenn man sagt, irgendwann geht's schief, oder macht das einen noch stärker? Ja, man will die Serie nicht brechen. Mhm. Ich denke, da ist jeder Einzelne in der Mannschaft, auch die auf der Bank sitzen oder gar nicht im Kader sind, die wollen diese Serie weiter fortführen und wollen vielleicht eine einmalige Geschichte in dieser Liga schreiben, mit nur einer Niederlage oder mit den wenigsten Niederlagen als Aufsteiger stattfinden. Und das ist ein Zusammenhalt, da nimmt sich jeder auch für das Ganze dann zurück
Und ich denke, dass der Thorsten Lieberknecht dementsprechend auch von seiner Art her das Ganze auch nicht nur fördert, sondern auch befeuert und die Wichtigkeit der ganzen Sache ansieht und diese knappen Ergebnisse, die sie haben und wenig Gegentore, das ist schon ein Zeichen dafür. Befeuert ist ein gutes Stichwort, Thorsten Lieberknecht das andere gute. Dieses Selbstvertrauen kann ich nachvollziehen, es sind aber so ein paar kleine Sticheleien dabei. Thorsten Lieberknecht hat gesagt, die wahre Eintracht kommt am Sonntag, da spielt Eintracht Braunschweig bei Darmstadt. Muss man natürlich dazu sagen, dass Lieberknecht 15 Jahre seines Lebens als Braunschweiger verbracht hat. Aber er weiß trotzdem auch, was eine solche Aussage ja, ausmacht und wie die ankommt in Frankfurt. Was war dein Gedanke, als du gehört hast, dass er sagt, die wahre Eintracht kommt am Sonntag? Ja, ist aus seiner Sicht so. Ne? Ist aus seiner Sicht so. Er ist mit denen auch aufgestiegen und von daher ist es ganz schön, eine kleine Spitze über den ja, zu uns rüber zu werfen, um vielleicht ein bisschen ja, ein bisschen Feuer ins Spiel zu bringen, ein bisschen zu provozieren in irgendeiner Form, ein bisschen zu sticheln. Aber im Endeffekt ist es so, dass ganz Deutschland weiß, wer die wahre Eintracht ist. Genau so ist es. Da setzt man ein Ausrufezeichen dahinter. Haben aber bei Eintracht Frankfurt ebenfalls noch einen Mann, der für Darmstadt und die Eintracht gespielt hat. Jetzt Torwarttrainer ist Jan Zimmermann. Zimbo, 3 Jahre stand er im Kasten der Lilien. Das äußerst erfolgreich, super sympathischer Typ. Und natürlich kennt er auch die Schwächen und vor allem die Stärken der Lilien ganz genau. Sie haben enthusiastische Fans. Da lebt auch die Stadt, den Verein. Und sicherlich in einem anderen Maße, muss man auch ehrlicherweise sagen, aber gerade auch das Zusammenspiel Mannschaft und Fans ist sehr ähnlich und ja, das sind Punkte, die dann auch schon übereinstimmen. Ich halte es dann 1:1 wie unser Trainer. Das Schöne ist, dass es an uns liegt und wir können das Ganze beeinflussen, aber wenn du die Frage so direkt stellst, dann muss man realistisch genug sein, ja, es wäre, wie gesagt, alles andere wäre vermessen oder arrogant. Sie stehen nicht umsonst da, wo sie stehen, haben eine unglaubliche Serie und bringen durchaus Qualitäten mit, aber nichtsdestotrotz, also mit dem Brustton der Überzeugung sage ich, dass wenn wir unsere Leistung bringen, dass wir auch als Sieger vom Platz gehen. Genau so ist es. Zimbo kennst du auch ganz gut? Ja, wir haben in Darmstadt zusammen gespielt. Wie würdest du ihn beschreiben, als Typ und als Spieler? Ja, Zimbo ist im Aufstiegsjahr, als wir aufgestiegen sind, in der Winterpause dazugekommen, ist dann gleich Nummer 1 geworden und wir haben, ich sage jetzt noch nicht ganz so eine Serie dann hingelegt, aber wir haben auch 11 Spiele am Stück am Ende gewonnen. Mussten wir gewinnen, weil hätten wir einmal unentschieden gespielt, wäre Stuttgarter Kickers damals aufgestiegen. Von daher ist ja Zimbo vorbildlich, Musterschüler und dementsprechend damals großer Rückhalt gewesen. Unglaublich beliebt. Und ich denke mir immer, wenn jemand bei so vielen Vereinen war und überall positive Spuren hinterlassen hat, dann sagt das deutlich etwas über seinen Charakter aus. Die Aufstellung der Darmstädter haben wir vorbereitet, zumindest eine mögliche. Du hast es gesagt, Patrick Pfeiffer wird ausfallen. Schuhn im Tor, Viererkette nehmen wir mal an mit Müller, Zimmermann, Isherwood und Holland. Manu und Honsack auf den Außen, extrem schnelle Spieler, hast du vorhin angesprochen, die Qualität auch von Kempe bei Standards, Schnellhardt neben ihm, Melem hinter der Spitze, Tietz. Es ist etwas, was gewachsen ist, etwas, was gefährlich sein kann für die Eintracht, deswegen volle Konzentration. Wie würdest du die Fußballidee von Thorsten Lieberknecht hinter dieser Mannschaft beschreiben? Ja, ich kann es immer wieder sagen, der Zusammenhalt als Grundbasis und dann dementsprechend mit der individuellen Klasse, mit den schnellen Leuten auf den Außen und Größe, die man nicht trainieren kann. Ne? 1,90 Meter kann man nicht trainieren, entweder ist man es oder nicht. Wir sind es nicht. Ja, ich ganz knapp drunter. Aber ja, das ist einfach so. Wenn man dann selbst davon überzeugt ist, was der Trainer einem vorgibt, dann steckt man die Nebenspieler und die ganzen Leute, den ganzen Kader, den ganzen Verein an. Kontinuität steht ja auch sehr groß. Präsidium, als ich in Gladbach dort gewesen bin im Pokalspiel, ist bis auf den ersten Präsident immer noch das Gleiche. Mhm. Also das ist schon was Tolles, Geschäftsführer, Schatzmeisterin und so weiter. Also der Zusammenhalt wird da von ganz oben vorgelebt und das zeichnet die über die Kontinuität dann dementsprechend auch aus und der Tabellenplatz spiegelt das Ganze wieder. Die Rahmendaten des Spiels wollen wir natürlich nicht vergessen. Es wird heute eine Schweigeminute geben aufgrund der vielen Opfer des Erdbebens in Syrien und der Türkei. Natürlich machen 5.000 oder über 5.000 Tote uns auch schwer betroffen. Deswegen geht unsere Anteilnahme auch in diese Richtung. Der Schiedsrichter der Partie wird Felix Zweier sein.
Er war auch schon Schiedsrichter bei der Partie in Magdeburg, in der die Eintracht überzeugen konnte und die erste Runde unbeschadet überlebt oder überstanden hat. Felix Zweier also der Referee dieser Partie. Was machst du heute persönlich? Ich gehe mit meinen Kindern ins Stadion und gucke mir das Ganze an und hoffe auf ein spannendes Spiel. Und dann werden wir hoffentlich glücklich nach Hause fahren. In deinem Alltag, was machst du da? Ich bin, arbeite bei BMW Euler, hier Premium-Partner auch von Eintracht Frankfurt. Bin dort im Online-Vertrieb und im Verkauf tätig und macht sehr, sehr viel Freude und Spaß, auch in der Firma zu arbeiten, in der Gruppe zu arbeiten, die sehr nahen Kontakt zu Eintracht auflegt. Von daher passen beide Sachen ganz gut zusammen. Wenn du an deine Eintracht-Zeit zurückdenkst, was war das schönste Erlebnis hier? Ja, der Aufstieg. Der Aufstieg 98 von der zweiten in die erste Liga. Da einfach dabei gewesen zu sein und als Jungprofi die Jungs zu unterstützen zu können. Der Nicht-Abstieg mit Jan Age, sein Übersteigertor, den er im Training 800 Mal probiert hat, der nie geklappt hatte. Aber gegen Reinke und im richtigsten Moment hat es dann geklappt und es waren einfach sind unvergessene Dinge. Ja. Wir wollen jetzt ein Fragengeballer mit dir machen. Deswegen habe ich auch schon angefangen, 3-4 Fragen schnell zu stellen dir gegenüber. Es ist eigentlich einfach. Ich stelle dir Fragen, du versuchst schnell, aber konkret zu antworten. Wir zählen die Fragen und schauen, was am Ende dabei rauskommt. Du hast 90 Sekunden Zeit. Ich lasse mir gleich die Stoppuhr geben und dann geht's los. Wir starten mit einem wenigsekündigen Opener und los geht's. Die Zeit läuft, 90 Sekunden. Der beste Trainer, den du je hattest? War sie schon Runjajic. Der fitteste in der Traditionself der Eintracht? Erwin Skela und Thomas Zampach. Deutscher Meister wird? Wieder die Bayern. Die Eintracht beendet diese Pokalsaison als? Unter den ersten 6. Pokalrunde? Pokalsaison, Pokalrunde. Ja. Wir fahren nach Berlin. Immerhin, Finale, das ist schon mal ganz gut. Der beste Gegenspieler, den du je hattest? War Mehmet Scholl. Oh, da muss ich nachher nachfragen. Beste Mitspieler, den du hattest? Bernd Schneider. Makoto Hasebe ist? Ein Phänomen. Größter Sportler oder größte Sportlerin aller Zeiten für dich? Boah, schwierig, aber Michael Jordan ist, glaube ich, schon was ganz weit vorne. Mein Vorbild als Trainer ist? Vorbild. Ich nehme beide, die ich vorhin gesagt habe, Vasic und Runjajic, sind beide grundsätzlich auch, haben mich ein bisschen geprägt. Ja. Dein Vorbild als Spieler war? Lothar Matthäus. Ja. Wow. Deine größte Angst? Dass der Familie was passiert. Welchen Kauf bereust du am meisten? Kauf? Keine Ahnung. Gibt keinen, nur gibt richtig nichts, investiert. Ja, das ist gut, ja, ne? ist legitim. Dein Lieblingsgericht? Oh, ich esse leider sehr gerne Schnitzel. Ne? Streich das leider. Größte Qualität, Oliver Glasners? Letzte Antwort? Ja, positiv nach vorne. Positiv nach vorne. 14 richtige Antworten. Es gibt nur richtige in dieser Rubrik. Das hast du gut gemacht. Vielen Dank dafür. Stark. Kompliment, Mehmet Scholl, warum? Ja, ist einfach sensationeller Kicker gewesen und nur Haken geschlagen und war schwierig, an ihm dran zu bleiben. Das zeichnete ihn aus. Wir wollen auf die weiteren Rahmenbedingungen schauen, Sascha. Wetter. 1 Grad, also wird kalt, wenn ihr auf dem Weg ins Stadion seid. Zieht euch bitte eine Mütze und einen Balkenschal an, im besten Fall. Dann werdet ihr das Spiel besser genießen können, denn es wird zapfig, wie man in Bayern sagt. Dann gibt es natürlich die wichtigen Zeiten für euch auf dem Weg ins Stadion. Um 19.25 Uhr legen wir auf Instagram los. Da gibt es die Busankunft, wie gewohnt und wie gehabt. 1 Stunde vor Anpfiff. Die Aufstellung mit Timo Hardung, unserem Leiter der Lizenzspielerabteilung. Er wird uns verraten, warum wer spielt und warum wer nicht spielt. Um 20.30 Uhr dann, 1/4 Stunde vor Anpfiff, geht's los mit Lars Weingärtner und Sophia Kleinherne aus der Frauenmannschaft und auch Nationalmannschaft wurde wieder nominiert am Mikrofon. Und dann geht's los gegen Darmstadt 98. Wie geht's aus, Sascha? 2-1. 2-1 für die Eintracht, also ein spannendes Spiel. Ich habe mich gefreut, dass du da warst. War eine große Ehre. Vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne.
Werder Bremen ist das nächste Heimspiel. Da gibt es natürlich Matchday auch wieder. Da könnt ihr mit dabei sein und wir bereiten euch vor mit dem Trailer zu dieser Partie. Das erwartet uns im besten Fall heute die Tore aus der bisherigen Pokalsaison. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.